Meine Damen und Herren, willkommen zum heutigen CSGO Overwatch auf Nuke. Endlich mal wieder eine schöne Map. Ah, wieder so ein bisschen, wie er eigentlich gar nicht will. Er will niemanden killen. Er guckt lieber. Schön, dass ihr da seid. Wir haben hier jemanden am Start, der, der richtig krasse Ecken checkt. Oh, und der ziemlich krass in die Köpfchen schießt. Monsieur, hallo? Also oben... Da oben habe ich selbst schon ewig lange nicht mehr hingecheckt. Wer weiß, was das hier für eine Elo ist und was die Runden davor passiert ist. Vielleicht saßen da diverse Male schon Leute. Aber das ist ein Punkt, den ich selbst fast nie angucke. Er geht jetzt sogar hoch. Richtig aggressives Kampfschwein. Er geht hoch auf A. Ne, er wartet hier, er will knifen. Er geht aber hinten rum, der City. Er will über Ramp. Jetzt rastet er ein bisschen aus. Er ist hebelig. Hör doch mal auf jetzt, Monsieur! Auf, dann geh jetzt weg. Bevor die Bombe hochgeht, du Dackel. Komm. Ja, also der City will wohl gar nicht. Der will wohl gar nicht ran. Der safe lieber seine AWP. Ist ja auch irgendwo verständlich, ne? Klar. Aber er rennt ihm hinterher. Oh, das war ein Demo-Lag eben. Was? Was war das? Was macht er? Warum macht er sowas? Ist das ein Freundschaftsspiel, wollte ich gerade sagen. Kann eigentlich gar nicht sein, ne? Doch, gut, man kann gegen Qen, aber dann ist es schon... Oh, sein Movement ist ja crank. Also jetzt nicht ultra crank, aber den Jump kriegt jetzt nicht jeder direkt so hin, ne? Ich kenne viele, die da erstmal so ein bisschen runterstolpern. Na, guck mal, seine Mates ja auch. Wie er guckt, Jungs, soll ich Ihnen da mal zeigen, wie es geht? Er hat keine Skins. Wir schauen mal, was er jetzt hier mit dem City macht, der so close steht. Nichts. Okay. Den hat er nicht gerochen. Also bis jetzt würde ich sagen, wir gucken immer noch mal zu. Oh, wie ein junger Gott. Allzu schwer ist es natürlich nicht, ne? Klar. Aber manche verkacken es trotzdem. Er hat ein schönes Aiming so an sich, wie er so rumnudelt. Manchmal halt ein bisschen zuckelig. Will auch eine etwas höhere Sense und ein schönes Pre-Aim, oder? Also das Freund hat mich direkt überrascht, dieses da hochgucken. Ich kenne eigentlich niemanden, der da so direkt hoch jingelt, außer es war halt was davor. Da oben drauf. Ich kenne auch ganz wenige Leute, die sich überhaupt da hochsetzen als CT. Die sich wirklich da hochboosten und dann mit P90 oder so da warten und dann mit einer Pump. Oh, Vorsicht. Oh, von hinten kommt schon einer durch, shit. Den hat er. Ich fieber richtig mit. Also, würdet ihr sagen, man erkennt, habt ihr schon irgendwas erkannt? Gibt ja auch immer, ne? Das wissen wir ja, die zwei Sichten. Natürlich, der hackt, oder? Nee, gar nicht. Wie viel Prozent sind gerade hier, die sagen, ja doch, ganz klar, da ist schon was im Busch. Das erkenne ich direkt. Ich sage, dass es sich im Moment noch unter 50% hält mit den Leuten, die hier was meinen zu erkennen. Obwohl sein Gewackel echt merkwürdig ist, ne? Dieses Hin- und Hergezuckel. Das gerade eben war sehr, sehr merkwürdig. Als wenn er drauflocken wird, ne? Einfach mal durch die Wand. Aber natürlich extrem auffällig. Also das ist ihm ja sicherlich auch bewusst. Ne, bei so einem Turn. Muss man mal schauen. Muss man echt mal schauen. Später ist übrigens wieder Livestream um 22 Uhr. Auch nicht vergessen. Und hier wird noch der YouTube-Giveaway-Gewinner angesagt. Ich habe mir hier schon steht auf meinem Papierle. Aber warte noch ganz kurz, bis ich hier jetzt genau sagen kann, was es ist. Los geht's. Au, schon auf die Nüsse geflogen. Also, wir schauen mal. Wir schauen gleich mal in die Stats rein. Läuft der unter ihm nicht raus? Ne, komm, ich guck jetzt mal in die Stats rein. Also, von den Shaddies her fährt er wirklich maximal im Mittelfeld mit. Sogar eher dann im unteren Mittelfeld. Obwohl, ja, schon Mittel. Ja, schon ein starkes Mittel. Ja, diese Zuckler, diese Demo-Zuckler sind sehr, sehr merkwürdig. Und dann nochmal seine Bewegungen an sich. Ab und an aimt er. Da, das zum Beispiel wieder. Was war das? War das ein Demo-Fehler? Sind das auch Demo-Fehler? Also, das müsste ich wirklich zwingend wissen, ob das ein Demo-Fehler ist oder ob er da kurz mal eben an den nächsten Feind anturnt, anvisiert. Ja, um zu wissen, wo er steht. Ja, kann ja sein. Kennt man. Also wir hatten da früher Fälle, da hat jemand anstatt einem Wallhack einfach
sein Aim Assist genutzt und hat immer wieder durch die Wand anzoomen lassen, anvisieren lassen, um zu sehen, wo die Gegner sind. Aber so an sich, bis auf diese Zuckeleien, die ja auch niemand sieht. Also die Gegner reporten ihn ja nicht, weil er 3 Kilometer von ihnen entfernt mal kurz durch die Wand auf die hin zuckt, ne? Sondern sie können ihn ja nur aufgrund von Dingen reporten, die sie tatsächlich auch mitbekommen. Und ja, das zählt sowas noch nicht dazu. Aufgrund von dem Rest würde ich jetzt nicht zwingend sagen, dass da was im Busch ist. Aber vielleicht kommt da ja noch was. Vielleicht, weil er sich so gedreht hat bei dem einen, ne, hoch und runter. Aber das, ich denke, er hat auf der Maus wahrscheinlich einfach, oh, einfach nur hoch und runter gestellt. Beziehungsweise die Sense hoch und dann auf den Boden und an die Decke kurz geglotzt. Und sich dabei gedreht. Er hat auch niemanden gekillt währenddessen. Aber die Demo-Fehler sind hier wirklich extrem. So wie auch vorhin, die Bombe wird gelegt und es macht wie so ein Schnitt. Und die Dinge ist weg. Also die Zeit verschwindet. 2 Sekunden fehlen oder eine. Und es wirkt halt wie ein Riesenversatz. Ah. Okay. Das könnte es natürlich sein. Dass es in die Richtung geht, in Richtung Grief. Ich hab nochmal in die Fresse geschossen. Also, ich kann überhaupt nicht einschätzen, ob es Mates sind. Daher würde ich hier schon Richtung Grief gehen. Wenn man jetzt sieht, ja okay, das sind Kollegen, ne, die tanzen vor sich rum und fragen sich gegenseitig die ganze Zeit an. Aber das gerade eben. Er hat ja niemanden killt, aber er hat jemanden angeschossen. Im Auge behalten und gucken, ob man dann vielleicht in Zukunft, was heißt in Zukunft, Alter, ist da fast aus wie Low Gravity eben der Jump. Dass man da vielleicht in ein paar Sekunden dann doch auf Grief geht. Mal gucken, was er mit Tukan macht. Er hat bis jetzt, glaube ich, noch niemanden geflasht oder genadet oder gesmoked oder so von seinen Mates, ne? Dass man da untaktisches Vorgehen vorwerfen könnte. Auch seine Hops sind jetzt, naja, nicht vorhanden. Ah! 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 Wenn man vom verschissenen Teufel spricht. Da hat er jetzt aber richtig Schwung genommen. Nochmal kurz weg und dann ab. Wo ist denn meine Musik eigentlich hin? Halt, stopp! Stopp! Musik? Musik geht einfach weg. Ich bin ein bisschen eingerufen hier. Damn it! Oh. Ah, das hing gerade eben. Dieses Nachladehängen. Das Nachladehängen war ja eben auch wieder von der Demo, oder? Ich meine, das ist ja, es gibt ja kein Hack, nehme ich an, der das hervorrufen kann. Dass du nachlädst und dann in diesem Nachladeding festhängst. Vielleicht lag es auch daran, dass ich rausgetappt und wieder reingetappt bin. Kann sein. Ich werde jetzt mal das drücken, wovon ich ausgehe. Diskutiert ihr sehr, sehr gerne in den Kommentaren, was ihr von dem Kerl haltet. Vor allem noch vom letzten Bunnyhop, was ihr dazu sagt. Ich werde jetzt hier meine Meinung reinhasteln, nachdem ich das Video ausgemacht habe, oder die Aufnahme ausgemacht habe, und dann werden wir in den Kommentaren drüber sprechen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Gewonnen, also das aktuelle YouTube-Giveaway, gewonnen hat GRL Maxel. Freu dich über deine Stalker, die Stalker war es, ja, MAC-10 Stalker, viel Spaß damit. Schick mir bitte hier unter dieses Video einen Kommentar, in dem du schreibst, oh, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Und dann überprüfe ich, ob du es bist und nicht nur jemand, der sich so genannt hat wie du, und frag dich danach nach deinem Trade-Link, okay? Soweit, so gut, dann sehen wir uns heute Abend. Das Video wird wahrscheinlich pünktlich kommen. Ich will die Videos übrigens ab 2020 wieder lieber um 18 Uhr hochladen als 17.45 Uhr. Lieber eine feste Zahl. Das passt irgendwie besser, würde ich zumindest sagen. Ich will es mal ein bisschen testen. Das ist ja nur eine Viertelstunde Versatz, ist ja eigentlich egal. Also, dieses Jahr Videos, Upload immer um 18 Uhr. Und ich glaube, das schafft es. Es sind noch 22 Minuten. Müsste hinhauen. Macht's gut und bis später im Livestream. 22 Uhr.